Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu dieser kurzen Sondersendung aus dem Newsroom. Vor 1,5 Stunden haben die Veranstalter alle 3 Taylor Swift-Konzerte in Wien abgesagt, nach Polizeiinformationen über mögliche Anschlagspläne. Zu den 3 seit langem randvoll ausverkauften Konzerten, morgen am Freitag und am Samstagabend im Praterstadion, werden jeweils rund 65.000 Fans erwartet, also insgesamt knapp 200.000. Aber um 18 Uhr hat die Polizei in einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass sie intern jetzt in Niederösterreich und in Wien heute 2 junge Männer festgenommen hat, die sich im Internet islamistisch radikalisiert und offenbar ein Attentat auf eine Großveranstaltung in Wien geplant hätten. Laut Medienberichten kamen die Hinweise von ausländischen Geheimdiensten und nach 3 weiteren Verdächtigen werde noch gefahndet. Das hat die Polizei der Zeit Bild gegenüber aber bisher noch nicht bestätigt. Freundschaftsarmbänder knüpfen im Park. Es sind letzte Vorbereitungen auf das Konzert. Niemand hier ahnt, dass das Event gar nicht stattfinden wird. Viele sind heute extra gekommen, um sich Fanartikel zu kaufen. Währenddessen läuft im Internet in Niederösterreich ein Großeinsatz. Ein 19-jähriger Niederösterreicher wird festgenommen. Bei ihm werden chemische Substanzen gefunden. Wenig später erfolgt eine 2. Festnahme in Wien. Augenzeugen zufolge dürfte sie vor dem Stadion gewesen sein. Laut mehreren Tageszeitungen sollen zudem 3 weitere Verdächtige flüchtig sein. Das Innenministerium bestätigt gegenüber der ZIB2 nur, dass Ermittlungen gegen weitere Verdächtige geführt werden. Die beiden festgenommenen mutmaßlichen Terroristen sollen sich im Internet radikalisiert haben. Der 19-jährige niederösterreichische Staatsangehörige Staatsbürger hat Anfang Juli einen Treueschwur auf den aktuellen Anführer des IS geleistet. In der Folge haben die Beschuldigten konkrete Vorbereitungshandlungen zu einem terroristischen Anschlag getroffen. Und wir haben festgestellt, dass es auch einen Fokus des Täters, des 19-Jährigen, auf dieses Taylor Swift-Konzert oder den Konzerten in Wien gibt. Zum Zeitpunkt der Pressekonferenz ist von einer Absage noch nicht die Rede. Im Gegenteil, es wird über erhöhte Sicherheitsmaßnahmen gesprochen. Auch Spezialkräfte und Sondereinheiten wie etwa die Vega und Cobra sollten hinzugezogen werden, um das Event zu sichern. Die konkrete Gefahr ist, wie wir gehört haben, minimiert, aber eine abstrakte, erhöhte Gefahr liegt vor. Um 20 Uhr rechnen die Fans, die wir vor dem Stadion treffen, noch fix mit den Konzerten. Es macht mir keine Sorgen, weil ich auch denke, sie sind draufgekommen. Ich glaube, die Polizei hat das im Griff und da habe ich auch ein wirkliches Vertrauen. Ich habe Angst, dass sie jetzt das Konzert absagt. Um kurz vor 22 Uhr ist das dann traurige Gewissheit. Der Veranstalter sagt das Konzert ab. Für die Fans ein Schock. Diese Familie ist extra aus New York angereist, um den 16. Geburtstag der Tochter am Konzert zu feiern. Wir können es ja verstehen, niemand möchte ein Blutbad sehen. Es ist natürlich sehr frustrierend, das heißt aber nun, dass die Terroristen damit gewonnen haben. Die Tickets werden zurückerstattet, Taylor Swift oder ihr Management haben sich zu der Absage noch nicht geäußert. Wir hätten dazu jetzt natürlich sehr gerne aktuell mit einem Vertreter der Polizei oder des Innenministeriums telefoniert, aber dort hat man uns vor kurzem auf eine Pressekonferenz morgen Vormittag verwiesen. Bundeskanzler Karl Nehammer hat vor 20 Minuten getwittert, die Situation rund um den offenbar geplanten Terroranschlag in Wien war sehr ernst. Dank der intensiven Zusammenarbeit von Polizei und Verfassungsschutz mit ausländischen Diensten konnte eine Tragödie verhindert werden. Ein Sprecher des Innenministeriums betonte aber, dass die Absage der Konzerte eine Entscheidung der Veranstalter war. Die Sicherheitsbehörden hätten alles dazu beigetragen, um sichere Veranstaltungen zu gewährleisten. Dass nach 3 weiteren Verdächtigen noch gefahndet wird, das wurde uns wie gesagt bisher nicht bestätigt. Es werde aber weiter ermittelt. Der Kurier berichtet unterdessen von einer 3. Festnahme. Auch dazu gibt es bisher keine Bestätigung. Und jetzt sollte ich am Telefon mit Dietmar Petschel verbunden sein, dem Pop-Experten aus unserer Kulturredaktion, direkt vor dem Praterstadion. Dietmar, wie ist denn die Situation jetzt gerade dort? Ja, hier vor dem Praterstadion ist es sehr, sehr ruhig. Man sieht ein paar Sicherheitskräfte rumgehen. Fans sind keine mehr hier. Und ja, ich glaube, das wird jetzt auch so bleiben. Ich nehme an, es wird sich ziemlich rumgesprochen haben, dass die Konzerte abgesagt sind. Schauen wir mal, was hier morgen passiert. Aber im Augenblick ist hier gespenstische Ruhe, möchte ich fast sagen. Haben Sie von den Veranstaltern direkt schon irgendetwas gehört, das über Ihre Social-Media-Postings zur Absage hinausgeht?
Ich habe dem Chef von Barracuda Music, das ist der österreichische Veranstalter, geschrieben, die dürfen im Augenblick kein Statement rausgeben und sind auch zu einem Interview nicht bereit gewesen. Ich nehme an, dass das in Absprache mit dem amerikanischen Tourveranstalter erst geklärt werden muss, wie da die weitere Vorgehensweise sein wird. Kann man eigentlich davon ausgehen, dass das Management von Taylor Swift diese Absage verlangt hat, weil die Polizei sagt, ja, von ihr kam das nicht? Da kann man im Augenblick nur spekulieren, aber nachdem dieser österreichische Veranstalter, die auch Großfestivals veranstalten in Österreich, wie das Frequency oder das Novarock, sehr erfahren sind mit solchen Situationen, würde ich jetzt mutmaßen, dass das tatsächlich eine Vorsichtsmaßnahme vom österreichischen Veranstalter war. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Vermutung meinerseits. Was bedeutet das jetzt eigentlich für die fast 200.000 Fans, die sich zum Teil sehr, sehr teure Tickets gekauft haben, schon vor vielen Monaten, und die auch zum Teil teure Wien-Aufenthalte gebucht hatten? Ja, es ist in der Pressemeldung rausgegangen, dass die Ticketpreise, die Tickets innerhalb der nächsten 10 Tage zurückerstattet werden. Diejenigen, die da wirklich aus Übersee angereist sind, und ich habe mit einem gesprochen, die aus Australien sogar gekommen sind, werden wohl den Rechtsweg beschreiten müssen, denn an und für sich ist es so, dass für Reise- und Hotelkosten die Veranstalter zumindest am Papier nicht haften. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da einige Gerichtsverhandlungen auch noch dazu geben wird. Nun kommt diese Absage sehr kurzfristig. Morgen Abend ja, wie gesagt, das erste Konzert gewesen. Diese Welttournee von Taylor Swift hat schon im März begonnen und geht noch bis Dezember, ist akribisch durchgetaktet. Kann man da damit rechnen, dass diese 3 Wien-Konzerte oder zumindest 1 oder 2 davon noch nachgeholt werden? Das steht im Moment komplett in den Sternen. Taylor Swift hat wohl im Herbst dann eine Tourpause von ein paar Wochen. Aber ich denke, dass das auch logistisch sehr, sehr schwer zu bewerkstelligen wäre, da diese unglaubliche Bühne nochmal neu aufzustellen im Happelstadion. Also ich würde keine zu hohen Hoffnungen darin setzen, dass die Konzerte nachgeholt werden, zumindest nicht kurzfristig. Also ein wirklich schwarzer Tag für fast 200.000 Swifties in Wien, in Österreich und darüber auch hinaus, die diese 3 Konzerte versäumen. Danke, Dietmar Petschel, direkt am Praterstadion. Das sind alle Informationen, die wir derzeit haben. Die Polizei hat, wie gesagt, bekannt gegeben, dass sie 2 Männer, einen 17-Jährigen und einen 19-Jährigen, verhaftet hat. Die hätten sich islamistisch radikalisiert und einen Anschlag geplant, möglicherweise eben auf eines der Taylor Swift-Konzerte. Die nächsten Informationen bekommen Sie, sobald wir sie haben, natürlich im nächsten ZIP Flash um 0.17 Uhr in ORF 1 und in den Sendebildsendungen ab 7 Uhr früh und bis dahin natürlich in den ORF-Radios und rund um die Uhr online auf orf.at. Und hier in ORF 2 geht es jetzt weiter mit dem Weltjournal Plus. Guten Abend.